So, er hat uns gesagt, es gibt große Truthähne, kleine Truthähne, die großen legen Eier, dann kommen die kleinen. Und um die ganze Problematik zu lösen, müssen wir in das Nest der Truthähne kommen. Ja, auf jeden Fall, was wollte ich gerade sagen, genau. Etwas zur Serie selbst. Es hat wirklich seinen ganz eigenen Charme, weil letztendlich ist das, glaube ich, eine Serie, die im College basiert ist. Also als die Produzenten im College waren, die Entwickler der Serie, die dann einfach nur einen Fanfilm gemacht haben, also für eine Arbeit quasi. Und da hat der Weihnachtsmann gegen Jesus gekämpft. Und darauf basierend haben die dann nochmal die vier Jungs hier entwickelt, die zwar noch ganz anders aussehen, aber da die beiden Leute nicht zeichnen konnten, haben sie gesagt, also wir können einfach nicht zeichnen, das sieht scheiße aus, haben sie Papier ausgeschnitten und What the fuck? und Stop-Motion-Technik quasi gemacht. Ah, guck mal, hier ist ein Tank, alles klar. Ich glaube, das ist da vielleicht ganz sinnvoll, da vielleicht mal die gelben Schneebälle zu benutzen. Dann können wir mal sehen, was sie... Er hat die Kugel aufgefangen! Stirb! Oh mein Gott, okay. Ich würde sagen, wir bleiben doch bei den beiden Weißen. Nein, und deswegen haben die einfach quasi Papiere ausgeschnitten. Haben die so papptechnisch auch die Animation gemacht in Stop-Motion-Technik. Die haben wirklich Bild für Bild aufgenommen. Wahrscheinlich abfotografiert und dann zusammengeschnitten, sodass es nach Bewegung aussieht. Und es sieht halt alles wirklich recht hässlich aus. Also so, wie ich das gehört. Der haut echt ab, ne? Das feige Schwein. Oder feige Truthahn. Und stirb. Dankeschön. Die Tür ist offen. Und er gibt ganz schön viele Punkte. Wow. So, weg. Okay. Oh mein Gott, ich habe einen Energiepunkt verloren. Ich werde wahrscheinlich sterben. So. Wupp, wupp, wupp. Da ist eine Höhle, da will ich rein. Das bringt mir wahrscheinlich nicht viel. Nein. Ich komme wieder raus, ne? Gut. Nicht, dass ich jetzt hier gefangen bin, ey. Also ich finde das Spiel eigentlich gar nicht so trashig, wie es halt von den Kritikern aufgenommen wurde. Es macht eigentlich Spaß. Es ist halt kurzweilig, ne? Also es ist jetzt nicht unbedingt so ein Spiel, wo man sich denkt, boah, ey, dafür 100 Mark oder 50 Stacken. Geil. Aber es ist so ein Videothekenspiel. Bleibt man sich mal so Wochen aus der Videothek aus, kriegt man da auch locker durch, auf jeden Fall. Und gut ist. So, jetzt müssen wir erstmal nur schauen, wo wir überhaupt hin müssen. Es hat sich irgendwo eine Tür geöffnet. Da oben vielleicht, ne? Da haben wir den Fettsack gesehen. Ach, da. Ja, schau mal an. Wer hätte es gedacht. Und keine Sorge, es gibt ja noch andere Gegner, ne? Wir kämpfen jetzt nicht das ganze Spiel über gegen riesige Truthähne. Sondern es ist erstmal nur das erste Kapitel. Das Spiel wird auch echt, also, ich will jetzt nicht sagen, dass es schwer ist. Weil ich glaube, ich habe ja schon gesagt, dass es leicht ist. Okay, wenn wir einen bestimmten Prozentsatz der Energie abgezogen haben, fängt das Viech an abzuhauen. Aber es bleibt eh nichts anderes übrig, als sie kaputt zu machen, weil sich dann ja erst die Türen öffnen. Jetzt habe ich wieder vergessen, was ich sagen wollte. Genau. Es bietet aber doch schon einen gewissen Anspruch, also vom Schwierigkeitsgrad her. Aber ich meine, das sind die ersten Level hier, ne? Da darf ja noch leicht sein. Und ich glaube, das ist jetzt insgesamt, glaube ich, das Spiel in, ich meine, vier Kapitel aufgeteilt. Und das erste Kapitel handelt halt genau über diese Truthähne, die wir jetzt gerade hier abschlachten. Ja! Ui. Nein! Geh weg. Jetzt habe ich mich festgefahren, ey, tatsächlich. Ja, das Höhenspiel ist ja noch ein bisschen schwierig, also mit dem die richtige Höhe zum Ziel rausfinden, weil der Boden auch immer ein bisschen uneben ist. Och, doch jetzt nicht dafür, oder? Ich würde sagen, für den nächsten Boss nehmen wir mal den hier. Fums, fums, fums. Deutlich stärker, auf jeden Fall. Und die Sekundärfunktion ist noch stärker. Die prallen ja schon so ab, okay, alles klar. Aber die Mucke ist so, die ist irgendwie schön. Die erinnert mich eigentlich mehr an Simpsons als an South Park. So ein bisschen so, das erinnert mich gerade so an, wie ist das Spiel? Simpsons Hit and Run, wenn ich da so ein bisschen durch die Gegend gedüst bin und irgendeine Scheiße gesucht habe. So, okay. Gehen wir zum nächsten über. Boah, verdammt, jetzt habe ich wieder den Strafe-Button. Mich verdammt damit. Ich treffe ich nicht verflucht. 8000 Punkte. Lecco mio, oder? Also wir kriegen, denke ich mal, hoffentlich noch genug Munition. Ansonsten benutze ich halt wieder die Schneebälle. Das funktioniert ja auch damit, ne? Ach, guck mal, da kriegen wir doch direkt neue. Hervorragend. Dodgeball! Okay. Ja, Dodgeball, also ich finde das eigentlich viel passender als Völkerball. Oh mein Gott, wo muss ich denn jetzt lang? Okay, die Tür ist dicht. Ach, okay. Einfach erstmal zum
zum Chef hinlaufen, ne? Zum Tank. Komm, fang an, wegzulaufen. wie eindeutig einfach das Arschloch gekennzeichnet ist. So, okay. Ist die Tür hier jetzt offen? Jawohl, okay. Düsen wir mal hier rein und werden jetzt von allen Seiten angegriffen. Oder auch nicht. Ui, scary. Ja, und sie fallen aus dem Himmel. Oh mein Gott, wo kommt ihr denn her? Noch mehr? Was ist los? Ach, ist mir doch egal. Komm, gib mir mehr Gegner. Das war's schon. Pff, lächerlich. Ja, was mir hier leider ein bisschen fehlt, ist generell eine Kartenfunktion. Ah, Speed, was will ich denn damit? Das bringt mir jetzt 2 Sekunden, was? Und das war's. Das war jetzt echt nur für ein Extra? Nee, oder? Das glaube ich jetzt aber nicht. Ein bisschen Energie und hier ein bisschen, Punkte oder was? Stirb. Okay, ja, es gibt auch, genau, die Folge der Truthähne habe ich noch gar nicht erwähnt, weil, das, was hier passiert... Au! Das passiert auch tatsächlich in der Folge, zwar jetzt nicht in dieser Form, weil hier ist ja der Komet dran schuld. In der Folge waren es Versuche, genetische Versuche, um irgendwie Super-Truthähne herzustellen, die dann ganze Familien ernähren. Und dann kam halt auch noch der Starving Marvin ins Spiel, ein äthiopischer Junge. Wie gehe ich den Leitern hoch? Ach so, einfach gegenlaufen. Das ist gut, das kriege ich hin. So, dann gehen wir erstmal da lang. Falls wir hier nicht weiterkommen, können wir immer noch mal eine Etage tiefer gehen. Ah, die Maps sind recht groß eigentlich, also, muss ich schon sagen. Okay, grafisch bieten die natürlich nicht viel, ne? Ist halt fast alles nur weiß. Oh mein Gott, muss ich jetzt springen? Nee, oder? Nee. Ach du Scheiße, okay. Das heißt, ich muss dann hier irgendwie warten, bis sie sich in der Mitte treffen. Oh, okay. Ach du Scheiße. Na, das wird dann fest. Wie springe ich denn so? Okay, ich kann den Sprung direkt, also komplett steuern. Das ist schon mal sehr viel wert. Ich hasse Jump'n'Run-Passagen in Ego-Shootern und so. Generell in Ego-Sachen. Hui! Okay. Oh, oh, wir haben es geschafft. Wir sind drüben. Na, es gibt natürlich keine Speicherpunkte während der Levels, ne? Das heißt, ja, wir müssen halt alles nochmal neu machen. Das ist ja natürlich, ne? Medal of Honor-Style. Okay. Und da ist ein Tag! Da ist ein Tag! Ja, guck mal hier wieder den hier aus. Ich finde die Waffenauswahl, die ist ja eigentlich doch irgendwo so kindgerecht. Wobei die, ja, die Serie alles andere als kindgerecht ist. Auch wenn ich die als Kind geguckt habe, aber mein Gott, ne? Mein Gott. Ja gut, wie alt war ich? War ich ja immerhin schon 12 oder so, oder 11. Und das ist das Finish, oh mein Gott. Lass uns das Finish töten. Okay, Level 2 wäre geschafft. 6 Tanks zerstört, keiner ist entkommen, 93 normale Gegner und keine unschuldigen Kreaturen kaputt gemacht. Neuer Charakter, Mr. Barbwady. Oder Officer Barbwady. Das ist der Polizist, oder scheinbar hat South Park nur einen Polizisten. nein, das ist auf jeden Fall der Polizist, der am meisten drin vorkommt. Ein bisschen doof ist er. Konnte auch nicht lesen bis zur, dürfte auch die 2. Staffel gewesen sein. Ja, ich glaube schon. Das war immer total cool. Ich hatte mal einen Kalender von South Park. Der hat mir schon Bilder von der 2. Staffel gezeigt, obwohl die 2. Staffel noch gar nicht lief. Das war total cool. Da konnte ich immer voll die Hypothesen aufstellen, so von wegen, ja, was passiert jetzt in der Folge mit diesem Bild? War voll gut. Aber meine South Park-Zeit war schon geil, doch. War so unbeschwert noch und so. Immer noch Operation Turkey Bad. Okay. Suche und zerstöre. Ja, reinige das Truthahn-Reich von Truthähnen halt, ne? Und vernichte den Anführer Ike Turkey Bad. Okay. Steht doch Ike, ne? Oder Isis... keine Ahnung. Ach, Kick Turkey Bad. Ich habe das erste einfach mal als E gelesen. Das kann man aber auch als E lesen, oder? Oder, weil so schlechte Augen habe ich nicht. Nee. Also als komisches E, okay, aber... Ich habe jetzt... Ist das jetzt schon das... Oh, die Mikro ist schon energiegeladen. Ist das jetzt schon das Level mit dem Endgegner? Weiß ich gar nicht. Weil vielleicht haben wir schon Operation 1 erledigt. In 45 Minuten vielleicht dann. Minus mein Anfangsglauben, was ja auch nochmal bestimmt 10 Minuten in Anspruch genommen hat. Oder kommen wir jetzt erstmal in das Reich... Hallo Chefkoch, wir müssen dich mal wieder besuchen. Warum steht dein Haus eigentlich auf einmal hier? Das würde mich mal interessieren. Chef, those turkeys suck big portions of ass. Dan, if you were a superior marksman like me, maybe you wouldn't have a problem. Shut up, fat ass.
Children, children, you need to focus on the problem at hand. I just found out those turkeys are nesting in a cave complex formed by the volcano when it erupted. If you children don't take care of those turkeys, that could be the end of us all. Are you up for it? Okay, das heißt, wir müssen in den Höhlenkomplex eintreten, wo dann scheinbar die Truthähne ihr Nest haben. Aber ich schätze mal, auf dem Weg gibt es erstmal noch ein paar Truthähne zu erledigen. Ne? Da kommen schon die ersten! Nein! Okay, erst rein. Ich schätze mal, ich gehe jetzt hier gerade den falschen Weg, weil der Pfeil genau in die andere Richtung zeigt. Oh mein Gott, ne? Mein Gott. Aber was ich echt gut finde, ist, dass wir uns hier so schnell bewegen. Also das ist jetzt nicht so lahmarschig. Vor allem, wenn man, ich meine sowieso, wenn man die letzten Spiele einfach mal betrachtet, die ich aufgenommen habe, ne, da war jetzt eigentlich nichts dabei, was jetzt so ein bisschen schneller war. Hier so ein Tomb Raider, das war ja eher so ein bisschen schleppend und langwierig. Dann kam ja Resident Evil, was ja auch jetzt alles andere als dynamische Steuerung hatte und wo es auch nicht so schnell alles vonstatten ging, die ganzen Bewegungen und so. Dann Metal Gear Solid, was war an sich schon ein bisschen fixer war, wo aber was aber vollgepackt war mit geilen Sequenzen. Also das, ich habe extra noch geil davor gepackt, weil ich das definitiv nicht als Negativpunkt, ansehe. Und dann jetzt hier sowas, also mal wieder so ein bisschen was Arcade-lastigeres, ist jetzt echt mal eine nette Abwechslung. Ich habe auch gerade richtig Spaß mit dem Spiel. Okay. Auf jeden Fall sind hier viele Truthähne und ich glaube, wir gehen auf jeden Fall doch den richtigen Weg. Was an sich nicht schlimm ist, weil hier gibt es keine großartigen Geheimnisse. Also wenn, dann finden wir mal hier eine Waffe oder so und da mal was. Hier vielleicht nochmal ein bisschen Energie oder einen Energiebooster. Kurz und Verwundbarkeit gibt hier alles. Beefcake! Warum zeigt der Pfeil dorthin? Ich schätze, wir müssen immer weiter Richtung Erdmittelpunkt gehen. Dann gehen wir da lang. Ui! Stipp! Er mich ein bisschen an Zoidberg! Ja, wer kennt Zoidberg nicht, ne? Mich interessiert aber trotzdem, wie viel bringt dieser scheiß gelbe Schneeball? Ja, doch. Ich sag mal, das ist ein Dodgeball von der Stärke her. Moment. Wir packen mal wieder normal, damit wir auch die Möglichkeit haben, jemanden zu treffen, den Penner. Weil, ich meine, das ist zwar von der Stärke her ein Dodgeball. Allerdings haben wir dann natürlich den Nachteil, dass wir immer warten müssen, bis der Cartman mal gepinkelt hat. Ja. Warum, dass der Schneeball dann aber die Form behält, das ist ja das, was mich am meisten wundert. Trotz der Wärme und so. Ui, hallo. Ich habe euch da jetzt nicht erwartet. Okay, noch ein Tank. Ich glaube, ich kam früher, als ich das erste Mal gespielt habe. Also das ist jetzt auch kein Let's Play, hätte ich vielleicht sagen soll. Ich habe schon ein paar Mal durch. Also ein paar Mal, so wirklich zwei, drei Mal. Aber das auch innerhalb von dem ersten Jahr, wo ich das Spiel hatte. Das heißt ungefähr 2000 oder so. aber beim allerersten Mal, da kam ich in irgendeinem Level nicht weiter. Ich weiß nicht mehr, ob ich da einfach immer gestorben bin oder ob ich einfach den Weg nicht gefunden habe. Was beides sein kann. Aber das Coole ist auch, ich kann mich an die Endgegner nicht mehr so wirklich dran erinnern. Außer an den ersten Endgegner. Also der jetzt hier bei Operation Turkey Butt kommt. Danke. Aber wenn ich die Tanks am Leben lasse, dann ist das schon ein bisschen nervig. Oh, die neue Waffe. Oh mein Gott. Die ist recht stark. Und zwar nehme ich Sponge Dart Gun. Was ist ein Sponge Dart oder Plunger? Ach nee, das ist dann doch die falsche... Moment, mal kurz checken. Ah, okay, doch. Alles klar. Ich habe eine andere Waffe im Kopf gehabt, als die, die ich habe. Weil das ist ein Maschinengewehr. Recht schwach, ne? Also ich meine, gut, was heißt recht? Ist eigentlich doch gar nicht mal so schwach. Ah, die Musik, sage ich schon. Die Munition geht natürlich auch entsprechend schnell runter. Das ist eine Automatikwaffe. Okay, dann nehmen wir jetzt mal was anderes wieder. Mein Gott. Also einfach mal schnell drei Tanks geplättet. Jetzt bin ich da komplett orientierungslos. Verdammt, wo kam ich her? Ich glaube, von da kam ich. Was soll der Pfeil mir denn anzeigen? Also Norden kann es nicht sein, denke ich mal, weil im Kompass selbst ist ja auch schon Norden verzeichnet. Zumindest denke ich das. Okay, bin ich falsch. Oh, ich hasse solche Komplexe. Ich glaube, ich gucke nicht mehr ganz so glücklich wie mit 100 Energie, oder? Also mein Smiley da ist ein bisschen angepasst. Alter Vater. Ah, guck mal, dann nehmen wir den auch noch mit. Ah, da geht's weiter. Wieder ins Freie, okay. Ich bin jetzt nicht zurückgegangen, oder? Okay, gehen wir doch rüber. So. Und noch mehr Truthähne. Es ist echt einfach nur eine Massenschlachterei hier. Ach komm, geht doch mal weg hier, Mann.
Weil es ist, also man muss sich hier wirklich nicht treffen lassen, ne? Also es ist eigentlich nicht allzu schwierig, den auszuweichen. Aber ich muss jetzt gerade leider noch ein bisschen die Steuerung beherrschen. Sowieso momentan, dass ich irgendwie bei jedem Let's Play Schwierigkeiten mit der Steuerung habe. Okay. Aber das ist halt immer so, ne? Wenn man optimierte Steuerung gewohnt ist. Tür hat sich geöffnet, hervorragend. Vom PlayStation 3 Spiel und so, ne? Ach so, da geht's gar nicht weiter. Okay, ist denn hier eine Tür vielleicht irgendwo, die sich geöffnet? Ach, da! Schau mal an. Und Energie, hey! Okay, 10 Stück, also 10 Energie gibt's zurück. Aber komischerweise sehe ich mit weniger Energie glücklicher aus als mit voller Energie. Das finde ich interessant. Ah, neue Munition, das ist sehr gut. Hilfe, lass mich bitte in Ruhe. Ja, aber es ist eigentlich wirklich so ein perfektes Videothekenspiel. Also ich sag mal, Spielzeit 3 bis 4 Stunden, behaupte ich einfach mal jetzt kackend dreist. Ich habe keine Ahnung, ich weiß wirklich nicht mehr, wie lange das dauert.